Nothing About Us, Without Us, Studierende gestalten Hochschule. Mein Name ist Jasmin Tabalian vom Hochschulforum Digitalisierung und ich freue mich sehr, heute diese Session moderieren und Sie alle hier begrüßen zu dürfen. Ich möchte Sie ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass wir ein Q&A-Tool in der linken Navigationsleiste haben. Das dürfen Sie gerne auch schon während des Vortrags, des Talks nutzen. Wir sammeln Fragen und werden die im Anschluss dann auch für die Diskussion nutzen. Und ja, jetzt freue ich mich, übergeben zu dürfen an Leonie Ackermann und wünsche uns allen einen inspirierenden Talk. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass so viele Leute da sind, um sich von mir anzuhören, als aus der Perspektive von Studierenden, warum sie Studierenden zuhören sollten. Der Talk heißt Nothing About Us Without Us, weil ich der Meinung bin, dass die besten Lösungen dann entstehen, wenn wir auch tatsächlich die Menschen befragen, die sie dann verwenden. Und ich würde gerne am Anfang von meinem Talk kurz auf den Status quo aus meiner Sicht eingehen, dann theoretisch etwas auf das Konzept Partizipation eingehen, die Herausforderungen darstellen, die es bei Partizipation geben kann und dann abschließen mit, wie man denn am besten in die Umsetzung geht und würde mich dann eben auf Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge freuen. Der Status quo aus meiner Sicht ist eben aufzuteilen, wahrscheinlich am besten in vor der Pandemie und nach der Pandemie. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist studentische Partizipation häufig institutionalisiert in Gremien. Es gibt runde Tische, Arbeitsgruppen, Kommissionen, in denen Studierende anteilig vertreten sind mit den anderen Statusgruppen der Hochschule. Sie sind in Akkreditierungsverfahren vertreten, unter anderem eben als externe GutachterInnen. Sie nehmen teil an Evaluationen von Seminaren und anderen Umfragen, die die Hochschule eben durchführt und haben eben auch, zumindest vor Corona, häufig die Möglichkeit gehabt, auch direkt das Gespräch zu suchen, wenn ihnen eben Dinge auffallen, die nicht passen oder sie denken, dass Dinge anders sein sollten. Genau. Jetzt während der Pandemie hat sich diese Partizipation, wie es sie aktuell existiert an den Hochschulen, vor einige Herausforderungen gestellt gesehen. Gremien konnten teilweise nicht tagen. Ich glaube, meine Präsentation springt. Moment, jetzt. Genau, Gremien konnten teilweise nicht tagen. Es war oder nur digital möglich, dass sie sich treffen konnten, was ja auch eine spezifische Herausforderung ist, weil auch nicht alle Studierenden denselben Zugang haben zu den Möglichkeiten, digital an Sitzungen teilzunehmen. Vielleicht auch eine Hürde, an die Leute häufig nicht denken, ist, dass wenn beispielsweise Sitzungen über MS Teams oder andere Tools, die der Hochschule gehören, durchgeführt werden, kann es zum Beispiel sein, dass Transpersonen, die begonnen haben, einen anderen Namen zu verwenden, in diesen Tools dann mit ihrem Deadname, den sie ja nicht mehr verwenden, angezeigt werden, was für die dann auch eine Hürde ist, an Sitzungen teilzunehmen. Die Durchführung von Wahlen stand und steht vor großen Herausforderungen, also Präsenz, Brief, online ist auch Studierendenvertretungen stehen da eben vor großen Fragen, wie sie da ihre eigenen Posten besetzen sollen, auf eine Art und Weise, die demokratisch ist. Durch bestimmte Sonderregelungen, die eingeführt wurden, zum Beispiel bei Prüfungsleistungen, weil ja andere Prüfungsleistungen gestellt werden mussten durch die besondere Situation, wurde studentische Mitbestimmung in vielen Fällen ausgehebelt, eben auch bei dem, was für Prüfungsformen möglich sind. Es hat sich gezeigt, dass Studierende an vielen Standorten in strategische Entscheidungen gar nicht eingebunden wurden. Es machte sich eben auch im vergangenen Semester eine größere Distanz zwischen allen Statusgruppen der Hochschulen bemerkbar, da man sich ja nicht mehr physisch trifft, zufällige Treffen schwieriger sind und auch vielleicht nach der Vorlesungen den Dozierenden noch zu erwischen und dann nicht einfach nur eine E-Mail zu schreiben, eben auch schwieriger ist. Und was eben auch mir mitgeteilt wurde von Studierenden, die im studentischen Akkreditierungspool sind, ist, dass eben Akkreditierungsverfahren wurden gestoppt oder die studentische Begutachtung wurde in einigen Fällen einfach weggelassen. Das sollte dann eigentlich theoretisch, wenn es im Akkreditierungsrat liegt, dann auffallen und das Verfahren dann so nicht durchgehen, aber das werden wir noch sehen, wie sich das dann als Weiteren auswirkt. Aber insgesamt hat sich gezeigt, dass leider die demokratische Mitbestimmung
an Hochschulen eher zurückgegangen ist, als stärker geworden ist. Das hat natürlich nicht nur die Studierenden gespürt, aber nachdem sie halt in der Hierarchie doch meistens als Letztes von irgendwas mitbekommen, merkt man das dann schon sehr stark. Es soll ja auch auf jeden Fall hier um den digitalen Wandel, das neue Normal gehen. Und ich möchte so ein bisschen darauf eingehen, warum ich eigentlich der Meinung bin, dass studentische Partizipation so wichtig ist beim digitalen Wandel. Partizipation an sich steht ja für Beteiligung, Teilhabe, Mitsprache, Mitwirkung oder eben auch Mitbestimmung. Und im Kern wird der Begriff eben verwendet, um die Einbeziehung von Individuen und Gruppen in Willensbildung und Entscheidungsprozesse. Und da gibt es eben unterschiedliche Stufen der Partizipation, die eben von Arnstein definiert wurden als informieren, Meinung erfragen, Lebenswertexpertise einholen, Mitbestimmung zulassen, Entscheidungen teilweise abgeben und Entscheidungsmacht übertragen. Und es gibt da eben die drei von denen, die ich jetzt aufgezählt habe, sind eher als Vorstufen der Partizipation zu sehen. Und vielleicht können Sie sich auch schon vorstellen, wie das eben angewandt sein kann auf den Hochschulkontext. Ne? Informiert wird häufig über E-Mails oder auf der Webseite. Die Meinung erfragt wird zum Beispiel in Evaluationen. Und man kann auch durch Lebenswertexpertise in einigen Fällen eben auch Umfragen zum Beispiel durchführen, wie sie eben während Corona zum Beispiel über welche technischen Möglichkeiten haben die Studierenden überhaupt eingeholt worden. Die meiner Meinung nach echte Partizipation beginnt dann eben erst bei den letzten beiden Stufen, bei den letzten drei Stufen. Und das sind dann eben rechtlich, formal oder konzeptionell abgesicherte und damit verbindliche Rollen im Entscheidungsprozess. Und betrachtet man die digitale Transformation, so agiert eben, dass auch alle Bereiche der Hochschule und die Studierenden fast in allen Bereichen mit die größte Anspruchsgruppe. Das heißt, es wäre vielleicht doch auch interessant, da auch echte Partizipation zuzulassen, vor allem damit die Studierenden das dann vielleicht auch besser annehmen, was dann da passiert. Und das ist natürlich auch genauso bei den Maßnahmen, den Digitalisierungsmaßnahmen, die im Rahmen der Corona-Pandemie eben eingeführt wurden oder als Notfälle sozusagen, Notlösungen eingeführt wurden. Genau. So Dinge, die man auf jeden Fall schon auch teilweise machen kann oder die wir auch für sehr realistisch halten, sind eben die, die jetzt hier rot eingekastelt wurden, eben Lebenswertexpertise einholen, Mitbestimmung zulassen und Entscheidungen teilweise abgeben. Und die Sache ist eben die, wenn Studierende tatsächlich auch mitsprechen können bei Dingen, haben sie auch ein höheres Interesse daran, sich da tatsächlich auch einzubringen. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, die digitale Transformation beziehungsweise jetzt auch die Corona-Maßnahmen eben auch aus der Sicht der UserInnen zu sehen. Ich muss nur kurz entschuldigen, ich muss noch so ein bisschen die Notizen überblicken von der anderen Vortragenden, deswegen bin ich manchmal ein bisschen langsam. Genau, also studentische Partizipation bedeutet eben für uns, dass Beteiligung von Studierenden in allen Bereichen der Hochschule stattfindet, eben natürlich nicht nur im Bereich der Digitalisierung, sondern in allem, was sie eben tangiert, Lehre, Verwaltung und so weiter. Und eben ihnen die Möglichkeit eingeräumt wird, informiert mitzusprechen und tatsächlich auch eine Entscheidungsmacht zu haben bei Entscheidungen der Hochschule. Und warum ist uns das so wichtig? Das habe ich jetzt teilweise schon angerissen, aber es lohnt sich immer, das auch nochmal zu sagen. Und zwar profitieren ganz generell einfach die Hochschulen von dem Wissen der Studierenden und von ihrer Perspektive. Es gibt einfach ein heterogeneres Bild von dem, was Menschen an der Hochschule überhaupt wollen. Und damit, wie ich auch schon gemeint habe, fühlen sich die Studierenden auch ernster genommen. Eine häufige
Problemlage während der Pandemie, die ich gehört habe von Studierenden, war, dass sie sich einfach auch überhaupt nicht in ihrer Lebenswelt und ihrer Perspektive berücksichtigt gefühlt haben durch Entscheidungen und sie nicht das Gefühl haben, dass es der Hochschule auch überhaupt wichtig ist, wie sie dann damit umgehen können. Das kann man natürlich durch Informieren, durch gute Informationen auch schaffen. Aber wenn eben da auch mit den eigenen VertreterInnen mitgestaltet werden kann, ist die Wahrscheinlichkeit dann doch ein bisschen höher. Genau. Die eben auch, dass die Perspektive der UserInnen damit einbezogen wird und die Studierenden natürlich eher als Kunden der Hochschule gesehen werden. Aber man könnte natürlich auch die Perspektive mit einnehmen, dass man eben gemeinsam kooperiert und gemeinsam eine Hochschulgemeinschaft aufbaut. Und als solche ist dann eben auch wichtig ist, die Perspektive der Studierenden zu berücksichtigen. Genau, und das im letzten Schritt haben ja Hochschulen noch andere Ziele, als eben nur Zertifikate auszustellen und Wissen zu vermitteln und Zeugnisse auszugeben und qualitativ hochwertige Lehre anzubieten. Sie haben ja auch das Ziel, mündige BürgerInnen auszubilden. Und als solche ist natürlich demokratische Mitbestimmung ein hilfreiches Mittel, dass sich die Studierenden auch als mündige Subjekte sehen und auch ausprobieren können. Hier ist noch ein Zitat von der Bologna-Folgekonferenz 2012, die eben auch herausstellt, dass Hochschulen nicht nur dafür Schlüsselkompetenzen zu vermitteln, sondern sie eben auch zu selbstbewussten und kritischen Menschen heranbilden soll. Und das kann man eben auch schaffen, indem man Studierende auf Augenhöhe begegnet und ihnen auch eine gewisse Verantwortung zugesteht. Aber natürlich ist das alles nicht so einfach. Wir können nicht einfach sagen, okay, super, danke Leonie, dass du uns das jetzt gesagt hast. Studentische Partizipation ist voll wichtig, machen wir jetzt direkt. Es gibt natürlich auch gewisse Herausforderungen, vor denen sich gestellt wird, wenn man sich versucht, das zu tun. Ein häufiges Argument dagegen ist das mangelnde Interesse seitens der Studierenden. Hier habe ich mit ein Ergebnis mitgebracht, auch aus der Studierendenbefragung des vorherigen Jahrgangs der Digital Changemaker, die eben gefragt haben, die Studierenden, die teilgenommen haben, an der Umfrage gefragt haben, sind sie in der Lage, die Digitalisierung in ihrer Universität mitzugestalten? 82% haben damit geantwortet, dass es nicht der Fall ist. Und aber daraufhin die Frage, ob sie das würden, wenn sie das könnten, meinten 46% ja. Also weniger als einer von fünf Studierenden ist in der Lage, die Digitalisierung an der Hochschule mitzugestalten. Aber 2 von 5 sagen, sie würden es tun, wenn sie es könnten. Das bedeutet, es gibt auf jeden Fall den Pool an ihren Hochschulen, der sozusagen nur darauf wartet, dass sie sie endlich einbeziehen. Und es ist nicht so, dass es an sich mangelndes Interesse gibt. Es muss vielleicht einfach nur das Format mal überdacht werden, in dem das gemacht werden kann. Die nächste ist eben Zeitmangel. Eben zum einen von Seiten der Hochschule und von den Menschen, die das Partizipationsverfahren machen wollen, aber eben auch von Seiten der Studierenden. Ist das ja auch nicht immer ganz so einfach. Das bedeutet, da müssen eben dann auch geeignete Formate gefunden werden, um diese Herausforderungen zu umschiffen. Es gibt an sich zu wenig Mitbestimmungsmöglichkeiten jetzt schon. Und das bedeutet, Studierende fühlen sich halt häufig in eine passive Rolle versetzt. Und das führt halt dazu, dass sie halt kein großes Interesse haben, mitzuwirken oder sich zu melden, wenn sie das Gefühl haben, dass es sowieso nicht berücksichtigt wird und sozusagen nichts bringt, wenn sie ihre Meinung sagen oder etwas beitragen. Es ist auch häufig das Gefühl, dass zum Beispiel Evaluationsbögen von Seminaren einfach in der Schublade verschwinden und man ja da eigentlich überhaupt nichts dazu zu sagen hat. Dann eben mangelnde Transparenz, Partizipation ist nicht sichtbar, ne? Also der Evaluationsbogen, ich habe den ausgefüllt, aber ich erfahre nie, was eigentlich damit passiert ist. Und wenn vielleicht etwas damit passiert ist, aber ich höre das nicht, dann habe ich ja trotzdem das Gefühl, dass nichts passiert ist. Außerdem sind Entscheidungsprozesse, das wissen Sie wahrscheinlich,
an Hochschulen häufig intransparent und dauern sehr lange, vielleicht für manche Studierenden zu lange, um tatsächlich noch das zu sehen, was ihr Feedback, ihre Partizipation ausgelöst hat. Und häufig haben auch Studierende das Gefühl und fühlen sich demotiviert durch das Gefühl von einem mangelnden Willen zur Veränderung. Ich kann mir vorstellen, dass sie das vielleicht auch schon gespürt haben. Und das kann eben auch sehr demotivierend wirken, sich da einzubringen in diese Prozesse. Aber das muss natürlich auch kein Hinderungsgrund sein. Es ist ja auch möglich, sich da mit dieser Sorge oder auch mit diesem Ärgernis, dass sich eigentlich man immer scheitert an den Strukturen, kann man sich ja auch zusammenschließen und sich vernetzen und das gemeinsam angehen. Aber einfach zu wissen, dass im Gegenüber dieses Gefühl herrscht, ist auf jeden Fall schon ein guter Hinweis für einen selber, dass man eben vermitteln kann, aber wir wollen halt hier jetzt tatsächlich mal was reißen und euch ernst nehmen. Genau. Und hier noch ein Zitat aus dem studentischen Thesenpapier zur Digitalisierung der Hochschulbildung. Studierende müssen in Veränderungsprozesse zu einer digital unterstützten Hochschule von Anfang an eingebunden werden. Und nur dadurch kann sichergestellt werden, dass digitale Tools und Kommunikationsmöglichkeiten die Erwartungen und Bedürfnisse dieser zentralen NutzerInnengruppe erfüllen können. Und ich hoffe, dass wir uns alle wünschen, dass das im neuen Normal, was wir jetzt an den Hochschulen haben, dann eben auch an der Tagesordnung ist, ein solches Denken. Und deswegen kommen wir dann gleich zum nächsten Punkt, nämlich, wie machen wir das denn jetzt überhaupt? Wie kann es uns gelingen, dass wir das erreichen? Und der erste Schritt ist erstmal, jetzt wäre ich in meiner Folie verrutscht, ist, dass Sie haben natürlich als mitarbeitende lehrende Hochschulleitungen die Möglichkeit, erstmal den Studierenden auf Augenhöhe zu begegnen und sie ernst zu nehmen. Also nicht von Anfang an reingehen mit dem Gefühl, ich bin schon so und so 4 Jahre an der Hochschule, ich habe schon alles gesehen. Alles, was die studierende Person sagen kann, haben wir schon ausprobiert. Sondern tatsächlich das offen auf Augenhöhe begegnen und ernst nehmen und da eben nicht von oben herab beginnen, weil es einfach auch Studierende sehr demotiviert, sich dann weiter einzubringen in den Prozess. Diese dann eben auch erfragen und berücksichtigen die Bedarfe, also eben auch Möglichkeiten schaffen, wo das eben auch gesagt werden kann, im Fall der Fälle vielleicht auch anonymisiert oder einfach das einfach zu einer regelmäßigen Kultur des Feedbacks einfach zu machen. Und dann eben die Ergebnisse von dem, was man erhoben hat, auch transparent machen. Dann, das ist nämlich auch hilfreich für Studierende zu wissen, sie sind nicht allein oder andere Leute sehen das ganz anders und fühlen sich wohl. Das ist beides hilfreich. Und auch ergriffene Maßnahmen transparent zu machen. Außerdem Resultate studentischen Engagements. Eben auch das habt ihr als Studierende geschafft und erreicht. Eben auch als solches anerkennen und offenlegen, weil häufig auch nicht alle Studierenden wissen, was eigentlich ein Engagement möglich ist an ihrer Hochschule und was ihre KommilitonInnen so leisten. Und es ist halt Ehrenamtlichen auch nicht immer zuzumuten, die ganze Zeit 24/7 Öffentlichkeitsarbeit für ihr Engagement zu machen. Das ist auch gar nicht so einfach dann. Genau, Initiative, Mitarbeit honorieren, da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Konzepte, ne? Also gebe ich den Leuten ein Zertifikat, gebe ich den Leuten ECTS, gibt es eine Aufwandsentschädigung und so weiter, das ist alles sehr, kommt natürlich immer sehr auf das Format der Partizipation an und was man dann eben machen möchte. Und Sie müssen halt bedenken, wenn Sie so eine Arbeitsgruppe zum Beispiel schaffen oder einen runden Tisch, die aktiven Studierenden werden fluktuieren. Sich irgendwie für viele Studierende schon schwierig, sich auf ein Jahr für was festzulegen. 2 Jahre geht vielleicht gerade noch, aber alles darüber hinaus, was sie an Prozess haben, müssen sie halt schon überlegen, wie sie halt damit umgehen, dass möglicherweise jedes Jahr oder vielleicht jedes Semester eine neue Person dann da sitzt, die damit eingebunden werden muss in den Prozess.
Was können die Hochschulleitungen tun? Sie können eben Studierende von Beginn in Gremien und Prozesse einbinden. Also wenn das Digitalisierungspapier der Hochschule verabschiedet wird, dass die Studierenden das dann nicht erst sehen, wenn es im Senat ist, sondern dass man vielleicht vorher schon mal mit ihnen darüber geredet hat. Das ist vielleicht schon ganz schön. Genau, Ad-Hoc-AGs, also zum Beispiel, wie sie jetzt die Corona-Taskforces gab, sie da eben mit einzubinden. Ines hat noch die Möglichkeit der Einbindung über studentische Hilfskraftstellen mit reingeschrieben. Da können wir gerne noch drüber diskutieren. Ich weiß, dass es da auch so ein bisschen kontroversere Meinungen zu dem Thema gibt. Wenn ich jetzt meinen SHK einfach dahin setze, ist das dann Partizipation oder ist das eher Scheinpartizipation? Eben Möglichkeiten schaffen, um Initiative mit dabei zu honorieren auf die eine oder andere Art. Und eben Entscheidungsprozesse zu beschleunigen, indem man zum Beispiel Experimentierräume schafft oder teilweise Entscheidungen abgibt, zu einem gewissen Grad auf andere Ebenen. Was vielleicht noch kurz, ich weiß nicht, vielleicht sind auch Studierende im Publikum, wenn ihr da seid, und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr da seid, es ist wichtig, dass ihr euer Interesse signalisiert, weil ich das Gefühl habe, dass häufig davon ausgegangen wird, dass die Studierenden eigentlich nur ihren Abschluss machen wollen und ansonsten nicht behelligt werden wollen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, was zu verändern, dann signalisiert euer Interesse. Und die Informationen, die da sind, entweder zu nutzen oder direkt danach zu fragen, dass sie existieren und das dann an andere Studierende weitergeben, dass wir uns gegenseitig empowern, auch tatsächlich mitzureden und mitzugestalten. Eben arbeitet aktiv mit, findet heraus, wo was geht. Und wenn da eben schon jemand drin sitzt und ihr findet das spannend, dann kommt auch mal mit der Person ins Gespräch darüber, was da passiert. Man freut sich auch immer, wenn man Arbeit aufteilen kann, gemeinsam Anträge oder an Papieren arbeiten kann. Also das ist überhaupt kein Problem. Also vernetzt euch innerhalb eurer Hochschule, aber auch außerhalb. Zum Beispiel mit anderen, wir bauen gerade andere lokale Changemaker-Gruppen auf. Ihr könnt euch gerne mit der Bundes-AG vernetzen. Findet einfach raus, was passiert denn sonst so? Von welchem Wissen könnt ihr profitieren? Von welchen Ressourcen? Also das Wichtigste ist aber meiner Meinung nach eben, dass sich alle mit Wertschätzung und Respekt begegnen, weil es uns eben ja darum geht, gemeinsam eben Hochschulen aufzubauen, in denen alle die besten Möglichkeiten haben, sich zu entfalten und in der wir alle gut zusammen lernen und forschen können. Und auf der Ebene würde ich mich eben wünschen, dass alle diesen Prozess denken und eben auch Partizipation als eine Chance sehen, diese Wertschätzung und Respekt eben auch zu leben. Und das Gestalten der digitalen Transformation ist eben eine statusgruppenübergreifende Gemeinschaftsaufgabe, die wir eben auch alle gemeinsam angehen sollten. Dementsprechend Stronger Together. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen. Danke, Leonie, für den wertvollen Input. Ich habe auch gesehen, dass es auf jeden Fall schon eine Frage im Q&A-Bereich gab, von Natalia Weisgarm, die auf Folie 3 referenziert und fragt, Mitbestimmung zulassen. Wer lässt die Mitbestimmung zu oder nicht? Meinen Sie damit unter anderem das Rektorat? Vielleicht kannst du da direkt drauf antworten. Also natürlich unter anderem das Rektorat. Aber auch natürlich können Sie auch ganz konkret als dozierende Person zum Beispiel Mitbestimmung zulassen in Ihrem eigenen Kurs, indem Sie Studierenden die Möglichkeit geben, auch eigen bisschen mitzubestimmen, welche Inhalte kommen, werden verwendet, welche Methoden verwenden wir. Also man kann immer Freiräume zur Mitgestaltung schaffen und dadurch sie eben erstmal zulassen. Weil leider viele Studierende, gerade wenn sie gerade von der Schule kommen, es eher gewohnt sind, dass sie halt nichts zu sagen haben und dann zum Teil erstmal darauf hin geführt werden müssen. Wenn das jetzt zu unkonkret war, dann stellen Sie gerne noch irgendwie eine spezifizierende Frage. Das ist auch gar kein Problem.
Ich habe gesehen, im Chat ist noch die Frage für Scheinpartizipation. Meiner Meinung nach sind Evaluationen, die in der Schublade verschwinden, die größte Form der Scheinpartizipation oder Umfragen, mit denen ich dann nichts mache. Also wenn ich einfach nur befrage und dann die Ergebnisse habe und dann damit nichts passiert, Evaluation, die nicht in Aktion führt, ist Scheinpartizipation. Oder wenn ich eben eine Arbeitsgruppe oder einen runden Tisch habe, wo sich dann alle mal auskotzen können, aber im Endeffekt sagt man dann, naja, aber dafür ist da kein Geld da oder das ist nicht realistisch und so weiter, da hätte man sich das theoretisch auch sparen können. Also man fühlt sich, also es geht dann darum, dass sich die Leute zugehört fühlen, aber es geht nicht wirklich darum, dass sich dann auch was entsprechend verändert. Und das hat, glaube ich, auch zum Teil sehr viel mit dem Mindset zu tun, ob was Scheinpartizipation ist oder echte Partizipation, so wie ich dann. Ah, jemand möchte Folie 10 nochmal sehen. Momentchen. Ich tue mein Bestes. Auf Folie 10 war, glaube ich, nur, warum ist studentische Partizipation wichtig? Vielleicht habe ich das auch. Das ist 9, 10. Oh, ich habe das Gefühl, dass die Seitenzahlen broken sind. Das tut mir ein bisschen leid jetzt. Momentchen. Ich zähle einfach mal von oben nach unten runter und hoffe, dass ich es dann finde. Ich weiß nicht, ob es zu viel des Multitaskings ist, Leonie, wenn ich dir eine Frage aus dem Chat direkt weiterleite, während du noch die Folie suchst. Aber ich habe... Ich zeige jetzt einfach mal die Folie und hoffe, dass es die richtige Folie ist. Und es gibt auf jeden Fall ein großes Interesse an den Folien. Da kommt nämlich auch gerade schon die Frage, ob die im Anschluss zur Verfügung gestellt werden können. Und so. Sollte wahrscheinlich gut machbar sein. Und eine Frage aus dem Plenum. Da interessiert sich Sarah Stumm für deine Erfahrungen mit geeigneten Formaten. Was bewährt sich aus deiner Sicht? Vielleicht kannst du da was zu sagen. Also, ne, so der Allgemeinplatz an dieser Stelle ist, ne, was sie erreichen wollen, bestimmt auch zum gewissen Grad das Format. Ne? Also wollen sie einfach ein Papier schreiben? Wollen sie das Curriculum zum Beispiel überarbeiten? Geht es um eine Evaluation des Lernmanagementsystems. Das sind ja alles unterschiedliche Aufgaben. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie ein Paper schreiben, machen wir eine AG, setzen wir uns alle rein, sind hoffentlich 2 Semester maximal beschäftigt, dann geht es in den Senat, wird abgestimmt. Geht meistens, wenn man halt in der Studierendenvertretung gut vernetzt ist und da Leute sind, die vielleicht sowieso für ein Jahr gewählt sind und dann kein Problem damit haben, das zu machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel so ein langfristiges Projekt haben wie eine Curriculumsentwicklung, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Soweit ich weiß, gab es an der FH Potsdam auf jeden Fall ein Projekt, hieß nicht 0815, wo die mit semesterbegleitenden Kursen, die Studierende auch belegen konnten, für ECTS gearbeitet haben und darüber hinaus da Ideen für die Curriculumsentwicklung entwickelt haben. Und wenn die Studierenden dann sowieso ein Semester lang dann sich damit beschäftigen und das auch didaktisch aufbereitet ist und so weiter, dann hat man dann eben auch diesen festen Stamm an Leuten und kann dann auch, wenn man dieses Seminarkonzept mal hat, das dann halt auch jedes Semester wieder durchführen mit den Studierenden, das dann dementsprechend kontinuierlich weiterentwickeln. Das wäre dann eben damit zu arbeiten, dass es eben eine Fluktuation gibt. Ich überlege gerade, ich habe auch das Beispiel Lernmanagementsysteme gebracht. Ich glaube nämlich, mich zu erinnern, dass an der Uni Bayreuth es eben auch so eine Arbeitsgruppe gibt, die fest ist, also die ständig dafür da ist, sich mit dem Lernmanagementsystem auseinanderzusetzen und das eben auch weiterzuentwickeln, also das als einen agilen Prozess verstehen. Und da werden dann halt jedes Jahr, glaube ich, dann einfach neue Studierende durch die Studierendenvertretung entsendet, die dann da drin sind. Das heißt, da ist dann erstmal ein Selektionsprozess unter den engagierten Studierenden und dann wird dann halt geguckt, wer das kann. Ich hoffe, das war hilfreich, aber es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was man machen möchte. Ich meine, so eine kurze Umfrage ist ja immer schnell mal gemacht. Ne? Da kann man irgendwie, da sind Studierende vielleicht 20 Minuten damit beschäftigt oder wenn ich am Ende von meinem Seminar mal nochmal was rückfrage. Aber vor allem bei längeren Prozessen muss man halt schon sich überlegen,
wie man da sinnvoll mit der Fluktuation umgeht oder ob man es vielleicht sogar als eine Chance sieht, dass man ab und zu neue Studierende einfach drin hat mit anderen Perspektiven. Super, danke Leonie. Vielleicht eine ganz schnelle Abschlussfrage, weil wir jetzt uns dem Ende der Session rapide nähern, die auch so ein bisschen den Ausblick aufs Wintersemester vornimmt. Und zwar fragt Bonnie mit Blick auch auf Erfahrungen von der eigenen Hochschule, dass der Eindruck besteht, dass die Umsetzung rein virtueller Lehre, dass es da sehr konkrete Vorstellungen gab von Seiten der Lehrenden, von Seiten der Studierenden und dass es jetzt gerade bei der Umsetzung hybrider Lehre so den Anschein macht, dass da noch wenig konkrete Vorstellungskraft ist. Und er fragt, eine Lücke, in die gerade Studierende sich mit konkreten Ideen und Vorstellungen einbringen können, oder? Also definitiv ja. Ich meine, das ist auch eine Suggestivfrage, würde ich sagen. Also ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn alle das als eine Gelegenheit sehen würden, mal Experimentierräume zu schaffen, in denen Studierenden auch sich ausprobieren können und Vorschläge machen können für Lehrformate, wie wir es machen. Ich fände das super, wenn man diese Lücke nutzen könnte auf eine produktive Art und Weise. Und ansonsten, ich bin im HFD-Net und auf Metamouse. Wenn ihr noch Fragen haben, meldet euch einfach.